Kylo-Song? Okay. Ich bin Kylo und ich kack den ganzen Tag. Ja, ich mache, was ich mag, denn mein Papa sagt, ich darf. Doch, das kenn ich. Ich bin Kylo und man sagt, ich wär so schwarz, dass man mich nicht sehen kann. Ich muss mal eben abstoppen. Er hat mir das, glaube ich, mal... Wir haben das... Er hat mir das, glaube ich... Also, der Song sagt mir was. Also, das doch... Aber tatsächlich das Video, wir gucken uns scheiße, wir gucken uns das an. Monte ist mein Papa, Anna ist die Mama. Bin sehr müde und doch faul, also mach mal langsam. Mein Papa Monte war der Erste mit nem Lambo. Das beste Streamer-Duo sind Monte und Kylo. Wow, 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 wow. Fick ne Hündin, ja, sie ist bald meine Frau, ey. Ja, yeah. Wow, 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 wow. Bin zwar ein Hund, doch manchmal auch ne geile Sau, ey. Sag mal, was will der Heini? Sag zu mir immer Feini. Das ist doch schwul, ich heiße Kylo und nicht Kylie. Ich verzeih ihm, doch mach manchmal im S-Klasse Coupé. Die Sitze dreckig mit den Pfoten aus Versehen. Papa will, dass ich deine Banane esse. Doch lass den Stress, esse lieber Terrakanis. Also lass mich jetzt. Und in Warzone, ja, da belle ich die Hunde an. Bei Papa Monte fühlt sich's an wie in einem Wunderland. Wow, 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 wow. Fick ne Hündin, ja, sie ist bald meine Frau, ey, ja. Yeah. Wow, 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 wow. Bin zwar ein Hund, doch manchmal auch ne geile Sau, ey. Ich bin Kylo und ich kack den ganzen Tag. Ja, ich mache, was ich mag, denn mein Papa sagt, ich darf, ey. Ich bin Kylo und man sagt, ich wär so schwarz, dass man mich nicht sehen kann. Monte ist mein Papa, Anna ist die Mama. Bin sehr müde und doch faul, also macht mal langsam. Mein Papa Monte war der Erste mit nem Lambo. Das beste Streamer-Duo sind Monte und Kylo. Man nennt mich auch den Ehrenbruder Kylo. Und mein Papa Monte nimmt mich oft auf seinen Schoß. Er nennt mich seinen Geier, nur weil ich immer essen will. Ochsenzieher und mein Leckerli, jetzt her damit. Ich grüße meine Onkel Holle, Memo und auch Gixen. Ja, Mann. Valu, Emmy und dazu noch Skittles. Wow, wo ist Lenny? Ich mach ständig, Lenny nicht dabei? Ich mag. Nicht nur Monte, was ich mag. Ich mach ständig, was ich mag. Wow. Und doch Gixen, Gizmo, Hector, Balu, Emmy und dazu noch Skittle. Ich sehen kann, den Ehrenbruder nimmt mich auf Geier. Ich grüße meine Onkel Holle, Memo und doch Gixen, Gizmo, Hector, Balu, Emmy und dazu noch Skittle. Wo ist Lenny? Wo ist Lenny? Leute, ich sag's so, wie es ist. Kylo hat Lenny mit aufgezogen. Wo ist Lenny? Ja, okay, scheiß drauf. Nein, Quatsch. Wow, wow. Ich mach ständig, was ich mag. Nicht nur Montes Reifen, nein, auch mein Leben ist abgefahren. Wow, 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 wow. Fick ne Hündin, ja, sie ist bald meine Frau, ey. Ja. Wow, 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 wow. Bin zwar ein Hund, doch manchmal auch ne geile Sau, ey, yeah. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Wah. Kylo, Kylo. Wah, wah. Ich bin Kylo und ich kack den ganzen Tag. Ja, ich mache, was ich mag, denn mein Papa sagt, ich darf, ey. Ich bin Kylo und man sagt, ich wär so schwarz, dass man mich nicht sehen kann. Monte ist mein Papa, Anna ist die Mama. Bin sehr müde und doch faul, also mach mal langsam. Mein Papa Monte war der Erste mit nem Lambo. Das beste Streamer-Duo sind Monte und Kylo. Ist gut. Ist gut. Ist okay. Aber ich bin ehrlich, also tut ein bisschen weh. Aber das mit Lenny tat echt ein bisschen weh. Bin ich ganz ehrlich. Das mit Dings habe ich, also, nein, das ist okay, das ist voll, das ist gut. Gibt's einen Mehmet-Song? Doch, natürlich gibt's einen, doch, stimmt, gibt's wirklich einen Mehmet-Song? Okay, den kenne ich tatsächlich null. Moin, Drage! Saftig, knaftig, köstlich, schmächtlich. Ein Döner von Mehmet, ja, den möchte ich.
alles lecker, alles super clean. Viele Fans bejubeln ihn. Oben in der Süd ist er zu Haus. Der Döner sieht gut aus, er verdient schon fast Applaus, ey. Döner mit paar Soßen, auch die Auberginenpaste, weil der gute Mehmet auf ne große Vielfalt achtet. Oh, so viele Sachen, was soll er in deinen Döner packen? Er beachtet deinen Rat, will dich mit Döner schöner machen. Bei ihm ist wirklich alles auch um Längen frischer. An erster Stelle freue ich mich für Mehmet, Digga. Montag bis Mittwoch. Also ich muss auch sagen, ich muss wirklich sagen, er hat auch wirklich so auf die Details hier geachtet. Wirklich, oben sind auch seine Karten, sind so ausgezeichnet. Also, er hat wirklich, er war anscheinend schon mal da. Ich meine, wir machen zwar auch, oder Marcel macht auch viele Stories von dem Laden, so wie wir alle hier, aber ja, man sieht ja nicht so detailgetreu. Also, der hat sich da schon Mühe gegeben. Montag bis Mittwoch steht er oben in der Süd. Der Döner so beliebt, ja, ich glaube, ich bin verliebt. Donnerstags in Horneburg beim Rewe. Dort kannst du ihn sehen, vielleicht treffen sich die Wege. Ey, Freitag, Samstag dann in Hasefeld. Durch Montes Push kennt ihn die halbe Welt, weil die Qualität gefällt. Ein Bild von ihm und Monte hängt bei ihm in seinen Dönerwagen. Der Döner lecker, immer saftig, immer groß und warm. Ehrenbruder Mehmet, weil ihn alle kennen. Weil er so viel schufte, sagt, wer ist dagegen, dieser Nusret. Ja, Mann. An erster Stelle freue ich mich einfach für Mehmet, Digga. Und ich hoffe, diese Zeit geht nie zu Ende, Digga. Er bereitet alles zu, was du gern haben willst. Mehmet kann den Hunger von an jedem Magen stillen. Schneidet das Fleisch so fein und gut. Er hat das wirklich drauf und dafür zieh ich meinen Hut, ey. Ehrenbruder Mehmet ist und bleibt der beste Dönermann, weil er auch die ganz speziellen Bestellungen lösen kann. Er macht einfach alle glücklich und zufrieden. Genau ist so. Das ist der Grund, wieso ihn hier auch alle lieben. Ich hoffe, er hört nie auf, das wäre ein böser Traum. Denn ja, keiner gibt Mehmet oder seinen geilen Döner auf. Grund zum Jubeln, Buxtehude, eine schöne Stadt. Und noch schöner macht es einfach seine Dönerpracht. Grund zum Jubeln, Buxtehude, eine schöne Stadt. Noch schöner macht es Mehmet Dönerpracht. Digga, heftiger Typ. Ohne Scheiß, Leute. Heftiger Typ. Finde ich gut. Ich muss gleich mal eben Mehmet den Link schicken. Das hat sich den, ich weiß gar nicht, der hat den bestimmt noch nicht gehört. Wo ist er denn? Ich habe ihn unter Döner gespeichert. Ohne Witz. Döner, da ist er. Ah. Schick mir gleich mal Mehmet rüber hier.